So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich habe überlegt, ob wir vielleicht das Schiff nochmal überarbeiten, praktisch nochmal auseinanderreißen und es neu machen. Ich habe in meiner privaten Welt ein anderes Schiffdesign mal ausprobiert und bin sehr, sehr zufrieden damit, was Navigation, also praktisch die Agilität des Ganzen angeht. Ziemlich gut. Gefällt mir. Auf jeden Fall besser, als es hier bei dem ist. Zumal ich glaube, dass das Ding hier eh nicht lange durchhält. So. Ich glaube, Crew hatte ich jetzt soweit alles rangeschafft, ne? Genau, ja, das ist okay. Gut, wunderbar. Wie sieht's aus, was du siehst? Ein bisschen Geld und Eisen haben wir noch, aber es war nicht genug Eisen, ne? Bin ich der Meinung. Da fehlte noch was, aber hatte ich hier. Ja, das ist soweit okay. Ich glaube bloß, ich habe geschützemäßig gar nicht. Doch, doch, ist alles installiert, ne? Ja, das Maximum ist, glaube ich, installiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier vielleicht noch Glück haben, dass hier noch irgendwo ein Steinchen ist, was wir abbauen können. Aber ich glaube nicht. Ne, wir waren eigentlich sehr gründlich hier. Es würde mich wundern, wenn wir da was vergessen haben. Ah, wobei, doch, da ist einer dazwischen. Da ist auch noch der ein oder andere. Okay. Dann werden wir da mal hinhotten, würde ich sagen. Das ist dann da hinten, okay. Ja, weil dieses Raumschiff, also ich kann das mal zeigen. Und zwar habe ich aber das kann ich so direkt nicht laden. Ne? Ja, wir können es zumindest mal angucken. Das ist das Schiff, was ich. Oh gut, das ist noch nicht fertig. Also hier der Status. Ist, nee. Das ist es auch noch nicht. Genau, so ist es fertig. Also fast fertig. Stromversorgung ist noch nicht ideal, aber hat. Das sind gepanzerte, also extra gepanzerte Elemente zum Rammen. Ja? Der Block, der eigentliche Hauptblock, ist hier hinten drin. Energieversorgung ist noch nicht ganz ideal, aber es hat eine Wendigkeit, die ist wahnsinnig cool. Wir sehen, wir brauchen nicht so viel dafür. Ein bisschen mehr Credits brauchen wir. Also es hat auf jeden Fall was. Das war ja auch schon mal, ja, es ist auch schon eine Weile her, dieses Design hier. Was haben wir denn hier noch? Ja, genau, unser allererstes, dann das hier. Wo ist denn dieses andere, was ich gebaut hatte, was ich euch mal gezeigt habe? Aber hier. Genau. Das hier. Das war auch super gut. Das war mega haltbar gegen alle möglichen Gegner. Aber wir sehen, es kostet schon ein bisschen, ne? Ja, also das war richtig, richtig geil. Ja, das war ja auch eins der ersten, mit denen wir hier hatten. Ne? Also das sind immer so die Sachen aus meiner privaten Welt, ne? Weil da habe ich ein bisschen mehr Ressourcen als hier. Aber ich glaube, ich würde gerne. Da müssen wir mal gucken, welches wir uns eher leisten können. Also am liebsten wäre es mir ja, wenn wir zumindest das hier hätten. Ja gut, das wäre die letzte Stufe. Also das geht. Ne? Wir sehen, es braucht echt nicht viel. Vielleicht können wir ein bisschen was davon austauschen und aus Eisen bauen und ein bisschen noch mehr Generatoren oder sowas. Müssen wir mal schauen. Wäre zumindest eine Überlegung. Also zumindest so in der Richtung, glaube ich, könnten wir das machen. Dazu müssten wir natürlich ins Baumenü gehen. Also der Vorteil ist, dass wir jetzt gerade hier eh bei unserer Station sind. Das heißt, ich könnte. Achso, warte mal. Das hier. Könnte das so machen. Dann könnte ich jetzt alles entfernen. Achso, nee, geht so nicht. Stimmt.
so, aber beschädigt das ja. Ach ja, stimmt. Geht nicht, weil ja entsprechend das eine Teil noch beschädigt ist. Genau, deshalb kann ich ja es nicht auseinandernehmen. Das ist auch so bescheuert. Aber das muss ich sagen, das ist wirklich ein bisschen doof, ne? So nach dem Motto, hey, du kannst dein Raumschiff nicht auseinandernehmen, weil es ist beschädigt. Das finde ich doof. Mal gucken, ob wir vielleicht Glück haben, ein paar Wracks entdecken. Gab es ja schon das ein oder andere Gefecht. Vielleicht haben wir ja Glück. Und sehen irgendwie was. Das wäre in Hinsicht auf Ressourcen natürlich mega gut. Da ist auch noch einer. War das jetzt der Abwrackturm? Nee, das war... Weil die Navigation von dem hier... Ja, aber gut, es ist ja jetzt unsere eigene Schuld, dass wir den so gebaut haben, ja. Ich hätte ihn ja besser bauen können. Deshalb übernehmen wir das Design dann von dem anderen, beziehungsweise machen wir das ähnlich, aber noch einen Ticken größer, ja, wegen dem Titan. Mit den Generatoren, weil das ist momentan das Problem bei dem Schiff, was ich da erstellt habe, die Stromversorgung. Dadurch, dass ich keinen Titan habe, ist das ein bisschen problematisch. So. Wunderbärchenhaft. Immer schön her damit. Super. Sehr, sehr gut. So, ja, heute startet auch ein neues LP, beziehungsweise startete, aber von der Uhrzeit aus gesehen ist das ja immer das letzte LP des Tages. Deshalb startete heute ein neues LP auf PS4. Ja, unser erstes LP auf der PS4. Ziemlich cool, muss ich sagen. Bin sehr begeistert bisher. So, da schwebt noch eins davon. Und wir haben mittlerweile genug, dass wir das System reparieren können. Ich wollte gerade sagen, ne? Wir können nicht alles reparieren, aber jetzt haben wir zumindest das repariert, sodass ich eigentlich die Sachen auseinandernehmen könnte. Ja. Super gut. So, nehmen wir mal das hier. Warte. Krieg ich irgendwie gar kein Eisen wieder, ne? Doch ein bisschen. Ah, da hängt noch ein Turm dran, glaube ich, ne? Ja. Okay. Das ist der Hauptblock. Hä? Warum will er den nicht abmachen? So. Okay, wunderbar. Ja, haben wir doch ein bisschen was. Damit können wir jetzt schon eher arbeiten. Machen wir nämlich jetzt mal das Design neu. Gut, also als erstes brauche ich definitiv Energieversorgung. Das heißt, Triebwerk ist mir egal, ob das Titan ist oder Peng. Ich will Energieversorgung haben. Genau. So. Das heißt, wir machen maximale Größe des Generators. Ja, mehr oder weniger. Ist das ungefähr quadratisch? Ja, ne. Ach Mist, Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, ich habe das vergessen hier auszumachen.
So, jetzt passiert es nicht nochmal. Sorry. Jetzt sind wir bei 16 Gigawatt. Ich denke, 16 ist okay, oder? Was hat er denn gerade, dass er so rummuckt? Voll komisch irgendwie, oder? Mit dem Sound. Irgendwie hat er eben mehr gehabt. Ah, nee. Huh. Ah, ganz schön teuer auch der Spaß da gerade, ne? Machen wir hier auf 11 Gigawatt erstmal, oder? Ja, gehen wir auf 12,5. Genau, so. Warte, ich gehe mal kurz aus dem Baumodus raus. Vielleicht beruhigt er sich dann. Warte mal. Dann mache ich halt kurz die Musik aus. Wenn die Musik gerade der Meinung ist, sie müsste mich nerven, machen wir halt die Musik aus. Okay, gut. Das müssen wir jetzt besonders schützen. Da möchte ich keinen Titan für verwenden. Sondern da werden wir... Achso, nee, ja doch, Korrektur. Oder könnten wir... Ha. Das bin ich gerade überlegen. Ich glaube, Flugschreiber gab es hier nicht, ne? Ja. Das heißt, den Flugschreiber machen wir diesmal rein. Ne, markiert den Ort, wo wir gefunden wurden. Das finde ich sehr gut. So. Das heißt, der ist ganz klein. Der kommt dann hier einfach drauf. Hier hinten. Genau. So. Passt das? Wunderbar. Energiecontainer. Ah, ist eine Batterie. Ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Ah, wie viel können wir speichern? Boah, es geht erstmal. So. Jetzt bin ich nur überlegen. Also am liebsten würde ich ein paar Korrekturdüsen. Also wir machen das jetzt erstmal so. Genau, jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir das anpassen. Genau so. Wunderbar. Okay, das würde gehen. Aber ein bisschen breiter hätte ich es gerne. Wie viel braucht man da jetzt? 900. Ja, das geht. Okay. Dann machen wir das jetzt auch hier immer gespiegelt. Ah, da sehen wir schon. Da ist es nicht ganz symmetrisch. Aber ist doch nicht so dramatisch. Wir können ja hier ein bisschen noch in die Breite gehen. Dann gehe ich aber noch kleiner. Ändert das viel? Ja, schon ein großer Unterschied, ne? Vom Bremsschub her. Okay. Sollten wir, glaube ich, machen. Und wir können es uns auch noch leisten. Naja, wobei, so richtig leisten können wir es uns nicht. Machen wir lieber so. Dann habe ich noch ein bisschen was übrig. Oh, ich habe sogar noch einiges übrig. Oh, das reicht aber. Das ist okay. Das ist jetzt nicht so mega dramatisch. Dann nehmen wir natürlich... Jetzt muss ich überlegen. Genau, nehmen wir das hier. Naja, bitte nicht spiegeln, bitte. Bitte nicht, bitte nicht. So, das einmal auf die Größe entsprechend
Ich glaube, das passt aber irgendwie nicht, ne? Eben. Genau, muss eins breiter sein. Machen wir es halt einfach so. Dann steht es ein bisschen über, das ist aber auch okay. Genau, es müsste eigentlich helfen. Und dann noch ein Trägheitsdämpfer. Wo ist der denn hier? Warte mal. Genau. Trägheitsdämpfer finde ich mega wichtig. Was? Der braucht so viel? Na, nie in meinem Leben. Nie im Leben. Wir sehen, Bremsschub wird nochmal deutlich erhöht. Braucht auch ein bisschen was. Ja, machen wir das so. Und dann mache ich hier vorne eine einfache Titanplatte dran. Oder Titanpanzerung. Mal gucken, ob ich mir die noch leisten kann. Ah, super. Genau. Weil manche Sachen müssen ja auf Titan dann drauf sein, ne? Von unseren Sachen. Und so haben wir das dann alles geschützt. Nochmal nach vorne hin mit der Panzerung. Super gut. Genau. So, und dann Eisen. Das rein. Das müssen wir jetzt alles spiegeln. Aber dann machen wir morgen weiter. In dem Sinne, bis dahin, euer Mel.